Was kann man denn dahinter erkunden? Kannst es mit einem bestimmten Item wieder canceln? Kannst du schon erkunden. Sicher? Warte, das war aber kein Main-Boss-Chat, oder? Das war kein Main-Boss. Ah, der hat mal wieder eine Trophäe gegeben. Oh, Alter, was geht denn hier ab, Chat? What the fuck? Bin auch ehrlich, ich habe das mit diesen zwei Fingern und drei Fingern auch noch nicht geblickt. Den gibt's noch mal in Gottlos. Nee, oder? Der war doch jetzt... Jawohl, er war ja eigentlich nicht so schwer. Gottlos war er jetzt nicht, nur nervig. So gruselig. Wie soll man denn da rankommen? Die zwei und die drei Finger sind verschiedene Fraktionen. Aber mit den drei Fingern hat man noch nie was zu tun gehabt, oder? Weil die drei Finger sind ja in unserer, die zwei Finger sind ja in unserer Basis. Reinrollen geht nicht. Warum Lichtchat? Loch rein. Welches Loch? Na egal. Was 50% seines Lebens gecheased. Hm. Ja, ich habe ihn schon gut Damage reingeknallt damit. Aber ich glaube, man kann ihn auch gut legen ohne das Item. Kann man sich so verschreiben. Was habe ich jetzt eigentlich aus der Kiste gelootet? Was gibt's jetzt hier noch zu finden? Ach, man muss weiter sich nach unten fallen lassen, ha? Huh? Jetzt haben wir wenigstens mal gesehen, was hier unten ist.
Sowas gab es auch mal bei Dark Souls 3, bei diesem Turm mit den Augen der Feuerhüterin. Und da hatte ich auch nicht so viel Spaß. Was gibt's denn da unten, Chat? Und welche Tür? Welche Tür muss man öffnen für die... Oh mein Gott, für die drei Finger? Oh! Ich port mich jetzt zurück und level einmal hoch. Chat, gibt's da was anderes? Außer das Item und die geheime Tür. Gibt's da noch einen Boss oder so? Gibt's da noch einen Ort der Gnade, also dass ich mich dann dahin porten kann für das Ende, wenn ich es dann doch machen will? Das reicht auch schon wieder nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also nochmal, Chat, gibt's da jetzt noch einen Boss? Nein, kein Boss. Aber noch ein Bonfire. Okay. Wie soll man denn von hier aus weitermachen? Da? Chat! Chat! Warum habt ihr mir nicht aufgefallen, ihr Ehrenlosen? Man muss sprinten. Habe ich einmal aufgelevelt. Minus 60. Schmeckt doch. So ein Bullshit.
Ich hoffe, Reapers ist hier auch ein paar Mal runtergefallen. Dass ich mich nicht schlecht fühlen muss. Das war jetzt zwar nicht geplant, aber nehme ich mit den Lachs. Chat. Kenn ich sogar den Spell. Wie kommt man an diese Items? Chat, wie bekommt man an die Items ran? Mit Feuer? Meine Waffe hat doch eigentlich Feuer. So Feuerurnen. Feuerurnen draufschmeißen. Oder ein Feuerspell. Fähigkeit skaliert. Also ins GLZB dieses Nacht- und Flammeschwert hat ja beides. Auf was die Waffenfähigkeit skaliert? Ich habe tatsächlich gehört, die Waffenfähigkeit skaliert gar nicht auf Attribute, sondern du brauchst nur die nötigen Attribute, damit du die Waffe carryen kannst, sondern das Waffentalent skaliert nur mit dem Waffenlevel, also dem Upgrade-Level. Und die Türe ist fürs böse Ende quasi. Ja, nicht aufmachen, habe ich gecheckt, Chat. Die sieht ja heftig aus. Gerade so Nasenbluten kurz gehabt, dass sie von allein aufgeht. So, ich würde aber echt gerne noch an die Items rankommen, Chatterino Macarino. Weiß jemand, wie man die Zelte abfackeln kann? Ehrenbruder Reapers, du warst da ja schon, weißt du's? Warum darf man die nicht aufmachen? Also du darfst schon. Du darfst schon, aber dann kannst du das schwere, das böse Ende wohl nicht mehr unwirksam machen. Hast du ihn nicht mehr gesehen? Perfekt, Digga. Danke dir, Reapers. Ob mein linkes Item meine rechte Waffe boostet? Nein. Das Wunder, was ich manchmal einsetze, das schon. Ah! Alles klar, Bruder. Vermisse den Bananenhut, Paperhands, ganz viel Liebe, geile Unterhaltung wieder. Danke für die Donation, Mann. Bananenhut Magic. Manche schreiben auch geheime Wand, aber wo? Der Sarg.
Die Gegner müssen das zerstören. Ernsthaft? Ach so, mit ihrem Feuerspell, ha? Huh? Gravitation glaube ich auch nicht, dass es geht. So, kann mir einer noch schreiben, was mit wie die FIA-Quest weitergeht? Weil hier sind wir jetzt auch fertig. Aber krass, ich hätte niemals gedacht, dass unter diesen Katakomben noch so ein Riesengebiet ist. Komplett irre. Vor allem ein Gebiet für ein geheimes Ende hätte ich hier unten nie erwartet. Aber das macht ja auch Souls-Games aus. Hat er nicht die Quest verkackt? Weiß ich nicht. Oh! Unten bei der roten Tür gibt es noch eine geheime Wand. Ernsthaft? War doch noch irgendwo ein Item, ha? Huh? Oh nein, jetzt muss ich es hier nochmal runterschaffen. Wer spielt hier Geige, Mann? Wo geht die FIA-Quest weiter? Okay, wie haben wir das jetzt nochmal gut gemacht hier? Ich muss mich erinnern. Sowas nicht. Zu einem Baum im Untergrund. Weißt du, wo du meinst? Porte dich einfach. Ja, aber über uns war noch so ein Item bei so einem Zelt. Geigenspieler. Ui! Runen! Bogen! Magic! Oh, die Tür, sie zieht mich magisch an. Wie noch weiter? Oh! Also warum weiß das eigentlich der Chat wieder? Will gar nicht wissen, wie viele Spielstunden ihr alle schon drin habt in dem Lachs. Wie viel habe ich jetzt eigentlich insgesamt? 70 Stunden, Digga. Spaß meines Lebens, 70 Stunden. Komplett irre. So ein Banger-Game-Chat, oder? Jo. Oha. What the fuck? Hallo? The fuck, Digga? Hä? Bro, wie versteckt ist das denn? Also, Chat, sowas kann man doch gar nicht ohne
Hilfe manchmal finden, oder? Klar gibt's so ein paar Geeks, die immer gegen jede Wand rollen und schlagen, aber ich bitte euch, oder? Ich bitte euch. Ich bitte euch. Komplett irre. Zeig mal die Map. Wir sind einfach an der anderen Seite. Lol. Und hier muss ich auch noch irgendwann hinkommen. Das habe ich bei einem Streamer gesehen. Dieses rote Gebiet gibt es auch noch unterirdisch. Wir sind jetzt einfach auf der anderen Seite von dem Gebiet, wo wir mit dem Sarg rein sind. Beim Streamer gesehen, Kopium. Was soll das denn, Michael? No, no, no. Wie viele Seelen hatte ich? Lohnt sich das? Ja, ich will meine Seelen. Das Game ist einfach so riesig, ja. Schnapper. Oh, ah, ja. Dann scheiß drauf, Digga. Das Game kostet nur 60 Euro wie FIFA. Ja, wenn man das Game mit FIFA vergleicht, ne? Klar kannst du auch in FIFA mega viel Spielzeit reinstecken, aber ja, wir wissen ja alle, worauf FIFA abzielt. Jetzt schaffe ich es natürlich. Man kennt es. Die Königin bleibt wohl weg. Also ich glaube, wenn du jeden Stein umdrehst, kommst du bei dem Game auf 120 Stunden locker. Locker flockig auf eine Arschbacke. Und wenn du mehrere Run machst und keine Ahnung, alle Questlines, alle Items mal abchecken und so, kannst du wahrscheinlich auf 150 oder mehr. Das ist wirklich verrückt. Und das ist halt einfach Spielzeit, die nicht so gestreckt ist auf Krampf, sondern das ist wirklich gute Spielzeit mit gutem Content. Das ist eigentlich der Wahnsinn, Chat, dass sowas im Jahr 22 noch rauskommt, oder? Ganz, 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 ganz großes Kino. Wir können wirklich von Glück reden, dass es noch Spielestudios gibt wie From Software. Und deshalb, Chat, wenn euch das Game gefällt beim Zuschauen, ihr euch aber vielleicht nicht unbedingt traut, dann versucht's einfach mal. Ey, verlasst es, lasst es! Spiel scheiße. Gebt dem Game mal einen Try, einfach um auch die Spieldesigner zu supporten, weil sie es verdient haben. Ich weiß, Worti,
Aber was gibt's hier jetzt noch in dem Gebiet? Tot. Warum fliegt das Viech nicht einfach? Also, ich gebe an der Stelle nochmal eine ganz dicke Kaufempfehlung, einfach weil die Jungs es verdient haben. Weil ich weiß, dass ihr bei dem Spiel für Geld so einen Baba-Game bekommt mit einer Menge Spielzeit. Ah, diesmal nicht. Jetzt kriege ich halt meine Runen wieder nicht, ne? Da liegt doch der Hund schon wieder begraben. Solche Gebiete immer der Endgegner. Oh, da gab's... War's in Dark Souls 1? Ja, in Dark Souls 1, Chat. Erinnert ihr euch? Da gab's doch so ein Baumgebiet. Oh mein Gott. Und manche Äste sind gebrochen und manche nicht. Oh mein Gott, das war so schlimm, an manche Items zu kommen. Oh mein Gott. Da haben mich nicht nur die Äste gebrochen, Alter. Das war wirklich schlimm. Da bist du immer so ehrenlos abgerutscht bei manchen Spots. Tot, 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 tot. Oh. Hey, Jungs, was geht denn? Alles klar oder was? Bisschen abhängen? Anscheinend. Muss nicht sein. Vergleichbar mit Assassin's Creed Valhalla oder viel größer? Boah, von der Größe her würde ich sagen, kommt's an Valhalla ran, ja. Aber gefüllt mit guten Inhalten. Nicht mit Content-Streckung. Mit belanglosen Nebenaktivitäten. Aber Elden Ring funktioniert ja auch auf einer ganz anderen Ebene, ne? Starke Bosse, offene Gebiete, frei erkundbar, gar keine so eine wirkliche Storyline, die erzählt wird. Außer vereinzelt. Jungs, hier geht's weit runter, bitte entspannt euch. Warum hat der nicht getroffen? Ehrenlos. Ich dachte, Odyssey wäre groß. Odyssey war auch sehr groß, besonders die DLCs sind in Odyssey auch sehr, sehr groß. Oh, ah, Chat. Waren wir hier schon? Ja, nur unten, richtig? Ich bin gerade über dem Bonfire, wo wir reingespawnt sind. Kann das sein? Warum ist jetzt die Feuermütze im Eisgebiet so gottlos tanken? Captain Feuermütze im Eisgebiet, so gottlos tanky. Weiß nicht, wie du meinst, Bro. Chat, hier unten kommen wir her, oder? Hier unten sind wir schon mal langgestiefelt. Oder? Hier irgendwo unten sind wir gespawnt. Richtig? Und das ist quasi hier vorne, seht ihr? Hier oben haben wir jetzt ein Bonfire und da. Das ist das Bonfire, wo wir herkommen gerade. Und da, wo wir das letzte Mal im Stream waren. Das ist also so gut gemacht, Chat. Das ist nochmal ein anderer Eingang. Versteht ihr? Hier sind wir doch im Laufe der Questline von... War es eine Questline? Von der Zauberin? Sind wir deshalb hier runtergekommen? Oder war das erst danach? Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall gibt es wieder zwei Eingänge in das Gebiet. Mindestens.
Lol. Mein Gau ist safe auch so angepisst auf sein Herrchen. Elden Ring oder Sekiro? Dann Elden Ring, Digga. Geil, wie die beiden Spawn-Spots einfach verbunden sind. Gehen fucking genial. Muss man einfach dem Spiel lassen. Level-Design 10 von 10. Und diesen Eingang habe ich das letzte Mal einfach übersehen. Boah, hier ist noch eine Königin. Nice. Nice, sehr geil. Aber da geht an der Stelle, oh mein Gott, an der Stelle geht nochmal ein dickes Bussi raus, Chat, dass ihr hier immer mit dicken Tipps dafür sorgt, dass wir quasi so gut wie alles von dem Spiel sehen. Danke dafür nochmal. Alter, let's go, Mann! Die sind angepisst. Oh. Oh. Ich lasse das Feuer auf euch regnen. Obacht. Oh, ich werde totgefickt. Oh nein. Zack, zack. Pussis, Pussis, Pussis. Behaarte Pussis. Mit behaarten Pussis gebe ich mir nicht ab, ihr Pussis. Hier. Lasst euch schmecken. Habe ich euch wieder nackig rasiert. Junge, Junge, Junge. Die kam wieder von oben, oder? Gib mal her den Runenbogen. Oh, schon brutal. Die können mich, glaube ich, nicht aus der Haltung prügeln. Deshalb, ich kann das einfach hier zack aufladen. Macht die eigentlich irgendwas? Moin. Ah. Ups. Will gar nicht wissen, wie viele die Dinger geben. Numenrune. Dicke Runenbogen-Magic. Zeig mal, wie viele haben wir jetzt? Neun Reich! Hallo! Ich bin der reiche Runenbogen-Tricks. Okay, das ist schon big, Alter. Gib mir her den Lachs. Ah, scheiß auf. Schmutz. Also 9 Stück? Kannst du dir bitte wieder was anziehen? Sonst gibt's eine Anzeige. Ich glaube, so viele hatte ich noch nie auf Tasche, weil ich die immer weggeintet habe. Was bringen die Runenbogen? Die aktivieren deine ausgerüstete Bossrune. In meinem Fall erhöht's alle Stats um 5. Oh, Eldensterne. Wunder, oder? Oh, Stufe 50. Erzeugt einen Schauer goldener Sternschnuppen, die das gesamte Gebiet überziehen. Hat sich auf jeden Fall der Gang hier nochmal gelohnt. Allein wegen den Dingern. Jetzt bin ich mal gespannt, was die bringen.
Boah, 6 Stück von denen. Oh mein Gott, die werden knallen, Chat. Die werden knallen! Ja, okay. Geht schon. Da habe ich aber mehr erwartet, bin ich ehrlich. Hab ich mehr erwartet. Ja, nicht mal ein Level. Schade, Diggi. Die sahen irgendwie so heftig aus. Wir haben doch mal auch eins von diesen Baumviechern getötet. Der hat uns so eine dicke 50k-Rune gegeben. Ah, nicht mal ein Level up. Scheiß drauf, Digga. Eine Lord-Rune war das. Wo bleibt die Bananenhuten-Magic? So, wie geht's jetzt hier weiter? Ah, da sitzt sie! Ehrenschwester Fia. Hello. Du bist ja schon ungefähr in der richtigen Höhe, Cap. Ah, there you are. I knew you would come. What is it you intend? To deny us and our ways. Like the dogmatic roots of the Golden Order. For I am the companion of Godwin. Nein, ich möchte, dass ihr mich haltet. Ah ja. I wish to be a mother to those who live in death. So it is that any loathing, any hatred that overshadows them. Ja, Chat, was soll das? Sonst nimmt man doch immer das Obere. Oh. Ja, Chat, das wusste ich doch vorher nicht. Müsste mir doch früher reinschreiben, bevor ich zu der laufe. Also, wenn ich bei der schon laufe. Einmal wieder ansprechen, geht noch. Go on. You deny us because we deign. Nein, ich möchte, dass ihr mich haltet. Oh, Gott sei Dank. Okay, das nächste Mal frage ich. Yet you still wish to be held by me? Glück gehabt, Chat. Close one, saved. When the first of the demigods died, Godwin said there is another and I'm before the time. So, und jetzt? Ja, minus 5% Leben. Nochmal mit dir reden nach dem Bonfire. Okay. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, Bruder, was hast du gemacht für die Vier-Questline? Ich wüsste es nicht mehr. Ich müsste selber in meinem Stream-Replays nachschauen, Digga. Bruder, einfach alles so durcheinander gemacht über die ganze Zeit. Wir haben irgendwas gemacht, dass sie aus der Tafelrunde weggegangen ist. Sie wird einfach größer als meine Zukunftspläne, Kapi. Danke für den Fünfer, Mann. Oh, wir haben noch was bekommen. Segen des strahlenden Firmaments. Nochmal, oder was? Granny-Quest plus Rogier-Quest, dann noch dem Ritter D den Dolch geben. Ist der Ritter D nicht schon tot? Der ist doch dann gestorben. Zeit vertreiben. Beim nächsten Mal nicht dem sitzenden Typen die Rüstung geben. Welcher sitzende Typ?
To conceive, brandish must stay the by becoming. Wo verschwindet das Schwert? Gute Frage. Der nur gestammelt hat. Sie muss schlafen. Vielleicht mal rausporten, wieder reinporten. So kenne ich dich. Einfach nackt in den Arm meiner Frau. Danke noch für den Support, der heute reinkam. Chat, gerne mal nachluschern. Vielleicht ist der Prime-Sub ready. Twitch Prime. Und kostenlos in die Umarmung rein. Kuss geht raus an alle Supporter. Sie ist immer noch wach. Muss ich vielleicht das Item konsumieren von ihr? Nein. Zeit vertreiben. Nochmal Zeit vertreiben. Zeit vertreiben. Bis zum Mittag. Nochmal einen Tag. Bis zum Morgen. Haben wir vielleicht noch nicht alle Questschritte für sie? Hast du schon die Items vom Toten Dee in der Tafelrunde abgeholt? Ja, ich habe seine komplette Rüstung und das Item bekommen. Jetzt resetten, dann passt's. Okay. Ja, wieder wie halt in Soul Games ist, sehr kryptisch gemacht, ne? Jetzt schläft sie. Alles klar, hat geklappt. Sehr gut. Ziehen wir uns mal wieder den Bananenhut auf, Kapi. Woher kriegt man eigentlich den Kopf von der Wolfsrüstung? Ich habe ja nur alles andere außer den Kopf. Ich glaube, mein Schwert schallert. Aua. Oh mein Gott! Zack, zack. Komm, lass einmal durch. Ich will den Damage sehen, Bre. Jetzt aber hier. Zack. Zack. Tot. Okay, ich mache ihm gut Damage. Muss ich einfach nur smarter spielen, den Lachs. Chat, wenn ihr glaubt, das war's schon, ne? Das Game hat noch so viele krasse Bosse. Chat, gönnt mal Liebe in den Chat für ihren Bruder Swarty und auch allen anderen, die mich wieder gelotst haben. Ohne die würden wir nämlich solche Bosse gar nicht sehen. Das ist auch wieder ein mega versteckter Boss. Habe ich nicht einen Talisman gegen Blitzschaden? Blitzschaden deutlich. Ich hoffe, dieses rote Zeug ist Blitz. Gibt es sogar ein Achievement, das schmeckt. Ich brauche ja alle. Ich brauche ja alle Achievements. So, jetzt mal hier. Ah, ja, moin.
das denn für ein goldener Nebel? Der sieht nicht gut aus! Jetzt aber! Jetzt knallt's! Ja! Ja! Das schmeckt dir gar nicht, Kollege Schnürschuh, ha? Gönn ich mir einen Zipper. Was machst du denn jetzt? Ah, alles schon mal gesehen, Bruder. Da musst du! Früher! Aufstehen! Oh, scheiß drauf, Dicker. Zack. Scheiße. Oh, die Rolle aus der Verdammnis. Damit hast du nicht gerettet. Gerechnet hier. Oh, wo schlägst du denn hin? Mano. Oha, ich mach dem ja auch so voll viel Schaden. Bro, der spielt mit mir Blitzableiter. Ja, moin, ich mach den so viel Schaden. Jetzt einfach nicht sterben, dann ist aber gut. Zack. I'm the tanky man. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow. Oh, ist aber ein weirder Flex, Bratan. Huch. Junge, war das ein krasser Scheiß. Bist du ein Schöni. Junge, war das ein Banger-Move. Ah, chillig. Komm, ja, gib's mir. Fass mich an. Elektrisier mich. Hau mir auf den Dötz. Ja. Ui, ja, greif nach mir. Greif tief in mich. Ja, schön. Ja, zeig mir deinen Feuersturm. Deinen Spaßsturm. Lass ihn mich berühren. Lass ihn mich berühren. Ich tank dich weg, Bruder. Ich hab dich! Ich hab dich! Oh mein Gott! Er hat Blitzzacken am Kopf. Ja, lass es regnen. Yeah. Oh, Fluch sogar. Fluchnebel. Ich nehme noch einen Zipper für dich. Ja, ja, zeig es mir. Ja! Fass mich an. Woo! Lass uns tanzen. Dickes Bussi geht raus, dass wir diesen Boss dank dem Ehrenbruder Twitch-Chat zu Gesicht bekommen haben. Für den leider ein bisschen zu stark gewesen, aber was ein Big Baba Bubu Boss, ey. Geil. Und den gibt's nochmal mit Doppelkopf, habe ich gesehen. Wo sind jetzt meine Runen eigentlich hin? Oh nein! 4. Heilrune der Todesprinzessin. Bin ich wieder vorbei? Nee, muss hier irgendwo sein. Da! Ah, hiermit lässt sich der zertrümmerte Elden Ring heilen. Also, ist das auch ein anderes Ende, oder was? Oh. Ha. Prince of Death, take a good long look. See the wrath of the Golden Order, the Order's justice written in blood. This is what's become of your precious witch. Naught but expired meat and bone. This is a proper death, oh prince. Look at this rotten hole. No more children can be got from this useless flesh. Behold, your mother is dead. Ich dachte, der Typ ist tot. Ach, das ist sein Bruder. Der hat den Kopf auf der anderen Seite, oder? Nee. Die haben die gleiche Rüstung, so viel ich weiß. Was soll ich mit dem machen, Swarty? Ah, hello. The rotten witch is dead. The Golden Order unsullied. Now I can look my brother Darien in the eye. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Schau, was Swarty schreibt. Now I have no regrets. Honeyed rays of gold.
deliver my spirit. Das ist der Typ vom Balkon. Dieser Magier, der auch gestorben ist. Darien, honeyed rip. Hat Swarty was geschrieben? Ist er weg, wenn ich jetzt nochmal raste? Der gewimmert hat. Ach so, der gewimmert hat. Ah. Ja, ich verstehe. Okay. Hat Swarty was geschrieben, Chat? Komplettes Set. Geiler Scheiß. Wow. Also haben wir, Chat, wenn man das Game ganz normal durchspielt, ohne die Rannis-Quest und ohne die Fia-Quest, hat man ja auch logischerweise ein Ende. Heißt das, ich habe jetzt die beiden anderen Enden schon also vorbereitet. Einmal, dass die beiden Finger tot sind. Und einmal, dass ich den Elden Ring heilen kann. Oder muss ich noch ein drittes Ende vorbereiten? Was meinst du mit anderem Ende? Können verschiedene Ende gespielt werden? Also, ich weiß nicht, wie viele Enden es insgesamt gibt, aber es gibt auf jeden Fall 3 Trophäen-relevante. Die Hexe heiraten ist auch ein Ende. Ja, das haben wir schon vorbereitet. Unzertrennliches Schwert. Oha, das ist auch schön, Chat. Schönes Schwert. Avilex, danke für die Bits, Mann. Ich glaube, die Waffe, die du hast, meins habe ich noch nicht. Ich habe so viele Waffen, ne? Und viele davon sind echt gut. Viele davon sind echt gut. Ich habe mit einem Samurai gestartet, Chat. Einem Samurai, aber habe jetzt schon lange umgeskillt auf Hybrid. Stärke, Geschicklichkeit, Glaube, weil halt meine Waffe das braucht. Und auf recht tanky, damit ich halt viel aushalte. Auch viele doppelt würde mich triggern. Ja, die kannst du ja wegschmeißen oder verkaufen. Chat, gerne noch kostenlos reinfolgen für die neuen Viewer. Follows kostenlos und supportet und freut den Streamer immer am meisten. Husti geht raus an alle neuen Viewer, dann könnt ihr auch am Chat teilnehmen in ein paar Minuten. So. Von den Questlines her müssten wir jetzt soweit fertig sein, oder? Swarty Morty? Also ich muss sagen, bis jetzt die Rannis Questline fand ich sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch weil man ja dann in das Gebiet hier kommt. Ultra heftig. Hätte ich niemals gedacht. Und halt für ein optionales Ende und dass man sie heiraten kann dann. Hammer, hammer geil. Bald 1,5 Millionen Follower. Nee, Clemens, leider tut Twitch da aufrunden. Bei dir sieht es so aus, als hätte ich schon 1,4 Millionen. Aber ich habe noch nicht mal die 1,4 Mille voll. Guck hier bei meinem Dashboard, wenn ich drüber hover, sehe ich das. 1.363.969. Die 69 muss bleiben. Sind natürlich trotzdem eine Menge. Ab einem gewissen Punkt, Luxusproblem, schaut man auch gar nicht mehr auf die Follow, Digga. Da kommen halt welche rein oder auch nicht. Aber ich freue mich immer über neue Follow, weil das bedeutet immer neue Zuschauer. Und ja, neue Zuschauer ist immer schön.
Weil die haben noch den Prime Sub ready. Ah, true story, Digga. Ah, sehr, sehr geil bis jetzt schon wieder der heutige Dog. Also Chat, wir haben noch einige krasse Bosse offen, von denen ich allein weiß. Wie zum Beispiel den Doppelkopfdrachen, dann die beiden, wie nenne ich die? Diese beiden in weiß gekleideten Kampfmönche, nenne ich es jetzt mal, mit diesen auch Flammenschwertern. Den Doppelbosskampf. Ja, wir haben noch einige krasse Bossfights offen. Wo ist der Doppelkopfdrache? Im Tornado-Gebiet. Swarty, warte mal. Der Frau nahe der Akademie geholfen hast, ihre Kette zurückzubekommen. Nahe der Akademie. Keine Ahnung. Nahe des Teleskopzeichens auf der Map. Wo ist denn nahe der Akademie ein Teleskop? Ah, hier. Happy, beim Koop-Modus wird dein Damage angepasst, so viel ich weiß. Und der Boss ist wohl auch noch schwerer. Und du hast nur die Hälfte Aufladungen. Was ist denn Swarty? Warum kein Patches? Oh, das Bonfire habe ich noch gar nicht. Sternfallbestie besiegt. Meinst du diese Meteorbestie? Diese Meteorbestie oben auf dem. Oben, ganz oben auf so einem Berg? Die habe ich schon gelegt. Die war so lästig. Nur wenn der beschworen hat, weniger. Ja, meine ich doch. Das wäre Koop ja auch zu leicht. Aber eigentlich ist es trotzdem sehr leicht Koop. Patches hat auch eine Questline. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es Patches in dem Spiel schon gibt. Habe ich aber bei Ehrenbruder Distortion schon gesehen. Und deshalb ist es bei mir gar nicht so schlimm, wenn ich manchmal im Streams was sehe. Weil ich weiß ja trotzdem nicht, Chat, wie er da hingekommen ist oder wie der aufgetaucht ist. Saftiger Saft, guten Abend. Bester Name. Digga, ich habe das noch nie benutzt. The fuck? Was bringt denn das? Kann man da irgendwelche Sachen mit spotten? Danke für den Nebel, Digga. Man erkennt ja richtig viel. Ben. Habe ich noch nie benutzt. Ich habe immer nur die Dinge auf der Minimap gesehen, aber noch nie benutzt, das Ding. Also, Swarty, kann ich jetzt die Patches-Questline noch machen? Oder können wir die auch beim nächsten Mal machen? Wo ist die Frau?
In einem von den Dingern hier, oder was? Aber eigentlich will ich oben beim Schloss weitermachen, endlich. Wie kann ich meine Kriegsasche beim Bonfire ändern? Das geht, sobald du die... Ich glaube, du brauchst so... Irgend so ein Item dafür. Irgend so ein Item musst du kaufen beim Händler, dass du selber das ändern kannst. Boah, das ist so lang her. Warum ich das gekauft habe, ich glaube, irgendein Werkzeugmaterial oder so. Verkauft dir der erste Händler, glaube ich. Oder so ein Messer. Okay, der Chat schreibt es. Wollen wir mal abchecken, was der Drache von gerade kann? Die Seele? Das Echo, beziehungsweise? Hier, um mal zur Fingerleserin. Oh, zwei saftige Fate Scales. Stößt mit zwei roten Blitzsperren gleichzeitig von oben herab. 46 Fate. Und Spaß Feuersturm, Todesgewitter. Lässt in der Umgebung Todesblitze einschlagen. Junge, Junge, zwei mega hohe Glaubensspells. Hector, meinst du Distortion 2, der amerikanische Soul Speedrunner? Den habe ich gehostet ein paar Mal schon. Das Echo von den königlichen Ahnen, da ist der Talisman so krass, regeneriert Fähigkeitspunkte beim Besiegen von Gegnern. Für Magier, mega Baba. Also ich glaube, das Echo werde ich auf jeden Fall verdoppeln und dann mir beide holen. Einfach weil ich ja sowieso ein Glaubensbild spiele. Kann ich jetzt eine neue Rüstung kaufen? Ui! Ehrenbruder Iceman wieder tief drinnen und rüttelt den Chat wach. Besser ist. Danke für die 10, Ehrenbruder. Iceman, danke für die 20. Wahrscheinlich für die 10. Lass mal ein paar Bomber steigen. Chat mit. Und ein paar Bomben regnen. Vielen Dank für die geschenkten Subs. Wir kommen an die 20.9. So, jetzt will ich noch in das Dungeon, wo diese Figur hin zeigt, will ich noch in den Dungeon mangen. Dann machen wir in der Borg weiter. Falls Ehrenbruder Chris noch im Chat ist, sehe ich mich dann auch in der Sub-Wette. Koop mit Chris mal. Soviel ich weiß, gibt's kein Crossplay. Und der Bre zockt ja am PC und ich auf der PS5. Ah, hier oben. Danke, Chat. Einer meinte direkt über dir. Ehre. Braucht man für Elden Ring einen Controller? Da geht's auch mit Maus und Tastatur. Klar kannst du auch mit Maus und Tastatur zocken, aber ich habe mal gehört, dass Soul Games sich jetzt mit Maus und Tastatur nicht so geil spielen lassen wie mit Controller. Also sogar die Speedrunner zocken auch mit Controller. Auch Distortion zockt mit Controller am PC. Wie viele Seelen haben wir? Wie viel brauchen wir für ein Level-Up? 104.000. Ach du Kacke, Digga. Alter, Headgrab! Auch einfach reich, der Bri! Nochmal mit 25 drinne! Kranker Support, Mann! Willkommen an die 25.9. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst die Yippies und die Bomben regnen.
Also wenn ich meine Stats anders verteile, könnte ich sogar diese hohen Fate-Skills schon benutzen. Ich brauche unbedingt, Chat, wisst ihr, was ich unbedingt brauche? Ich brauche diese Klangperlen, dass ich die Steine hier kaufen kann. Die 6er Steine und so. 6er, 7er Steine, dass ich die alle kaufen kann. Ich kann übrigens, ich spiele gleich weiter, ich kann endlich meinen Talisman weiter upgraden. Ey, das wollte ich gar nicht. Lost. Ach, jetzt habe ich keine Ressourcen dafür, Idiot. Okay. Dann müssen wir erst den Dungeon machen. Im Tornado-Gebiet? So spät erst? So, Chat. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder einen sehr geilen Stream beim Zuschauen. Ich habe nämlich jetzt richtig Bock auf diese beiden hohen Fate-Skills. Dann müssen wir irgendwann demnächst nochmal zu Dirtle. Dirtle. Zu einer Dirtle, die Bossseele duplizieren. Wo levelt man seinen Talisman auf? Beim Schmied. Beim Schmied in der Basis. Ich konnte ewig lange den jetzt nicht mehr upgraden. Ey, Lotharex. Ey, oh, tot. Danke für die verschenkten Subs, Chat. Wieder alle reich. Willkommen an die 10 verschenkten neuen Subs, Lotharex. Danke für die 10. Ist hier ein Sub-Battle gerade? Manchmal schon, ja. Kommt einem so vor. Vielen Dank für die 10 und willkommen an die 10-9. Ich hoffe, ihr bedankt euch. Er meint nicht Talisman. Ja, ich bin lost, Digga. Ich meine meine Offhand, womit ich Wunder caste. Ja, Talismane kann man nicht upgraden. Lost, sorry. Das zum Wunder wirken. Ich glaube, den Dungeon werde ich wieder komplett hops nehmen. Ich schon sehe, dass die Gegner hier tooled sind. Obwohl, die machen trotzdem weiterhin Damage. Deshalb, Chat, mein Bild ist echt stark, aber die Gegner machen trotzdem weiterhin auch Schaden. Deshalb ist es so mäßig, ja, wie ausgeglichen. Ich hasse diese Blobs. Der tankt den einfach, den Schlag. Juckt ihn halt gar nicht. Ob du Schmiedsteine farmen kannst? Ja. Diese Viecher, die ich gerade getötet habe, die droppen manchmal ein. Aber die Dropchance ist, glaube ich, sehr gering für die. 5 von Lotharex erneut. Der Fuck ist hier los. Ach, das war eine Falle. Danke für die 5, mein Bester. Steht hier einfach so ein random Ritter. Ey, lass doch. Lazar, danke für die 10 verschenkten Subs. Nochmal ein paar Bomben und ein paar Yippies. Ein paar Bomber fliegen lassen. Danke für die 10. Und willkommen an die 10-9. Ich hoffe, ihr bedankt euch. Und ob es Monster gibt, die sich gegenseitig angriffen? Ja. Es gibt verfeindete Fraktionen, die attackieren sich sowieso gegeneinander. Und was ich sehr gut finde, auch Gegner, die eigentlich verbündet sind, wenn die starke Schläge und Angriffe machen und du dich richtig positionierst, sodass die sich quasi im Weg stehen, ist es möglich, dass die sich gegenseitig damagen. Das ist richtig nützlich, zum Beispiel bei diesen riesigen Krähen oder Hunden recht am Anfang des Spiels.
Du kannst du die immer besiegen, indem du die halt so zusammengroupst und dann immer die sich gegenseitig attackieren lassen. Von diesen Steinschlüsseln habe ich noch. Und immer noch 4. Nice. Oh, blitzender Skorpion-Talisman. Was haben wir denn hier? Stärkt heilige Angriffe, senkt die Schadensresistenz. Nö, Digga, nicht wieder so ein Ding hier. Aha, Iceman schon wieder. Gleich gibt's einen Timeout, Digga. Iceman, danke nochmal für die 20. Alle reich. Und ich jetzt auch. Chat, bedankt euch. Willkommen an die 20.9. Was ein Support hier wieder. Am wunderschönen Sonntagabend. Da ziehe ich sogar am Hebel aufrecht. Zack. Falscher Talisman. Nee, ich habe die richtigen an. War das der falsche? Den habe ich doch gefunden gerade, oder? Oder meinst du... Oder habe ich... Ah, nee, ich habe den gefunden. Ich habe den Blitzen... Den blitzenden Skorpion-Talisman gefunden, oder? Stärkt Blitzangriffe. Die Frage ist, Blitzwunder auch oder Blitzangriffe, die auf deiner Waffe sind? Danke für die 15. Sold... Sold Girlfriend for Dope. Alter, Bruder, der Name ist ja hochgradig kriminell. Shit. Nochmal ein paar Bomben steigen lassen, ein paar Bomben regnen lassen für den Namen. Ah. Haben wir das Schwert nun auch gegönnt. Richtig geil. Ja. Absolutes Baba-Schwert. Und du brauchst unbedingt dieses Item dazu. Scherbe eines Kriegsgefäßes. Einfach den Topf hops nehmen. Der droppt das. Oder du machst halt seine Questline. Dann kriegst du das Item nochmal ein besser. Das Problem ist aber dann hast du das Item erst im absoluten Late-Game, ne? Und du willst ja davor schon Bosse richtig hops nehmen. Also würde ich empfehlen, Ehrenbruder Krug das Leben zu nehmen, einfach, dass du das Item so früh wie möglich hast. Geht's hier überhaupt wieder hoch, ja? Wo ist das Schwert her? Heiliger Turm von Kalid. Bei diesem roten Gebiet. Ist eine ziemlich schwere Sprungpassage. Und danach kommt noch ein ziemlich saftiger Boss. Und deshalb würde ich sagen, wenn man das schafft, hat man sich die Waffe auch echt verdient. Wo kommt hier das nächste Beil? Nur eins? Welche Stats man für das Schwert braucht? 20 Stärke, Geschicklichkeit 22, Glauben 20. Und das ist halt auch so irgendwo der Nachteil. Ihr seht, dass ich habe die Waffe auf Stufe 9 und trotzdem hat es keine besonderen guten Scalings, nur D und CC. Aber dafür, wenn du halt im Late Game bist, kannst du ja die Stats sowieso reinprügeln, wo du willst. Und wenn du halt einen Runenbogen ploppst, profitiert halt die Waffe dreifach davon, weil sie halt auf 3 Stats skaliert. Aber das Starke ist ja sowieso die aktive. Also ich bin mit der Waffe Big in Love. Nervig nur, wenn die Gegner sehr hohe Feuerresistenzen haben. Nochmal 15 von Lotarex. Alle reich, Chat. Jetzt ihr auch. Reich an Subs. Danke für die 15 verschenken. Willkommen an die 15.9. Wir haben mittlerweile einfach 11.300 Subs. War auch ein gottloser Elden Ring Grind. Ehre. Jetzt bin ich gespannt, was hier kommt. Wie ich das Spiel finde im Vergleich zu den anderen Souls-Spielen. Fantastisch. Die anderen Souls-Games sind auch Liebe. Aber das Game ist nochmal eine andere Liga einfach. Das ist für mich das beste Souls-Game, was ich je gespielt habe. Ganz großes Kino. Ah! Guck mal, den. Er denkt so, Bruder, den mach ich nackig. Oh.
Der bringt mich, der schlägt mich halt immer aus der Cast-Haltung, aber meine normalen Schläge machen auch eine Menge Damage. Ja, sogar besser als Sekiro. Sekiro war auch ein Banger-Game, aber Elden Ring liefert da nochmal auf einem anderen Gebiet einfach ab. Elden Ring ist mein erstes Souls-Game, habe für meinen ersten Boss einfach 3 Stunden gebraucht. Ja, aber das ist okay. Das ist okay, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und du wirst besser werden. So, Chat. Wo geht's jetzt weiter? Hier, so heißt das halt Item. Scherbe eines Kriegsgefäßes. Dafür müsst ihr den NPC-Krug töten. Der droppt euch das Item. Oder ihr macht seine Questline zu Ende. Dann gibt's das Item sogar nochmal im Besser. Gibt's einen 5. Talisman-Slot? Nein, 4 ist es maximal. Und ich weiß sogar auswendig, wo es die gibt. Den ersten Slot gibt dir Margaret. Den zweiten Slot kriegst du, wenn du 2 Souls-Bosse hast, beziehungsweise Elden Ring-Fragmentträger-Bosse. Dann gibt dir die Fingerleserin in der Tafelrunde den zweiten Slot. Und den dritten Slot, beziehungsweise den dritten Beutel, also sozusagen den 4. Slot, kriegst du dann, wenn du Godric in dem Palast tötest. Das Abbild von ihm. Hier oben irgendwo. Ich glaube hier. Da kriegst du dann den finalen Slot. Klepp ich jeden Gegner so schnell? Nein, das war jetzt ein Low Dungeon. Den Weg runtergehen? Also ich glaube, Questlines haben wir jetzt fast alle genug gemacht. Oder sollen wir die Questlines immer machen, Chat? Ach, hier geht's runter. Lul, ich dachte, da oben geht's nicht weiter. Oder wollen wir nochmal mit der Frau reden? Die hat uns schon irgendwas gesagt gehabt. Irgendwas hatte sie uns schon gesagt, dass wir jetzt Teil sind von ihren Leuten, bla bla.